Sascha hier für netbooknews.de. Ich bin gerade im Headquarter von Gigabyte in Taiwan, in Taipei. Und vielleicht könnt ihr euch an das schöne Gerät noch erinnern. Das ist der Booktop M1022. Übrigens, das ist die Variante in der Special Taiwan Edition mit so einem schicken Comicfigur auf dem Deckel. Und das Booktop, wie der Name schon sagt, das war das erste System oder das erste Netbook, was mit einer Dockingstation angeboten wurde. Und Gigabyte erweitert jetzt dieses Konzept so ein bisschen auf den Ultra-Thin-Bereich. Und das gute Stück haben wir hier stehen. Booktop M1305, muss ich ein bisschen hochhalten, damit ihr das auch sehen könnt. Da ist das Gerät und hinter dieser Kiste ist die Dockingstation. Und beides packen wir jetzt mal aus und ich sage euch genau, was für Spezifikationen die beiden Geräte haben und was da alles so drin ist und das gucken wir uns mal genau an. Also Gigabyte Booktop M1305 in Ultrathin läuft mit der SU7100er CPU von Intels, 1,3 GHz, 3 MB Cache, hat einen 800 MHz Frontside-Bus und ich glaube TDP von 10 Watt etwa. Weiterhin 4 GB RAM, hat eine 500 GB Festplatte, hat auch ein optisches Laufwerk, also nicht in meinen Acer Aspire 3810TG, der ohne optisches Laufwerk kommt. Hier ist ein DVD, Super, Multi, Duper, Wooper, was auch immer, also Brenner, Lesegerät, das ganze Paket bis auf Blu-ray eingebaut. Und ja, das ist es eigentlich soweit. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal an und schauen uns die Kiste an. Das ist ziemlich das erste Sample, was gerade auf dem Weg nach Deutschland ist. Also das hat schon eine deutsche Tastatur. Die Jungs bei Gigabyte haben mir gesagt, ich soll ein bisschen vorsichtig damit sein. Und das bekommen noch ein paar Redaktionen. Gucken wir mal, ob ich das so einhalten kann. Hier haben wir einmal das Gerät selber. Das schauen wir uns gleich an. Wie sieht es mit dem Zubehör aus? Hier ein Netzteil natürlich mit dabei. Ich meine, okay, was soll ich euch das großartig noch zeigen? Ein Netzteil muss natürlich drin sein. Aber wir schauen trotzdem einmal ganz kurz rüber. DVD mit den entsprechenden Software-Utilities und Treibern. Dann haben wir hier ein Key für Microsoft Works und Office Home Student. Und ja, das ist der Produkt-Key, den ich dann im Video hoffentlich schön ausgradiert habe. Und dann Quick Installation Guide. Wir haben hier Garantiebestimmungen und dann nochmal ein größeres Handbuch mit dabei. Das packe ich jetzt nicht nochmal extra aus. Das schieben wir hier rüber. Was haben wir sonst noch? Akku. Akku macht Sinn. Das ist müssen 6-Zellen-Akku sein. 38 mAh auf 10,8 Volt macht 41 Wattstunden. Sollte gut sein, glaube ich, in der Konfiguration auf jeden Fall für 6 Stunden. Das Interessante bei dem Booktop 1305 ist, es wird optional einen zusätzlichen Akku geben, den ihr dann anstelle des optischen Laufwerks verbauen könnt. Okay, Klappe zu und jetzt mal die Kiste angeschaut. Da haben wir das gute Stück. Kommt in einer sehr schicken Neoprentasche, also Taucheranzug für Ultrathins. Habe ich so vom Design her noch nicht gesehen, gefällt mir ausgesprochen gut. Er hat keinen Reißverschluss oder so, das heißt, da kann auch nichts verkratzen drauf. Da hat sich Gigabyte wirklich was bei gedacht, das kommt ganz hochwertig rüber, die ganze Sache. Das ist das Gerät. Wir schauen, wie üblich, einmal komplett ums System drumherum. Kensington Keylock, Anschluss fürs Netzteil, Anschluss fürs Ethernet-Kabel und dann entsprechend die Buchsen fürs Headset und fürs Mikrofon. Und hier haben wir den Super Multi oder das optische Laufwerk. Vorne ist ungefähr gar nichts. Hier auf der Seite haben wir einmal vorhin One Card Reader, zwei USB 2.0 Anschlüsse. Ich glaube, das ist der Anschluss für die Docking Station. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Gucken wir uns gleich an, wenn wir die Docking Station haben. HDMI-Ausgang, VGA-Ausgang. Also eigentlich alles, was ihr braucht. Rückseite. Einmal entsprechend die Bay für den Akku. Und dann seht ihr hier verschiedene Anschlüsse, was mir sehr gut gefällt. Also ich kann hier ganz schnell Komponenten austauschen. Sei es RAM, sei es die Festplatte und wahrscheinlich hier die Wi-Fi-Karte. Übrigens in Zukunft auch. Ihr seht hier schon vorbereitet. Jetzt seht ihr es. SIM-Karten-Slot, Antenne und der Slot ist schon vorbereitet. In Zukunft wird es einfach das entsprechende Modul geben. Das könnte man jetzt hier auch ganz einfach selber einbauen. Und dann könnte halt via UMTS
auch ins Internet gehen. So, das ist das gute Stück. Jetzt machen wir den mal eben kurz auf. 13,3 Inch mit einer 1366er mal 768er Auflösung, glossy, wie ihr sehen könnt. Ich kann mich hier so ein bisschen spiegeln. Hallo, hallo. Ich hole mal ein bisschen näher ran. Ansonsten das Design, mal kurz zum Vergleich, sieht definitiv aus wie der große Bruder des M1022. Den packen wir jetzt mal einfach so mal daneben. Dann könnt ihr euch das anschauen. Für die Kids den Kleinen, für den Papi den Großen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ein ganz gutes Konzept, was Gigabyte hier damit umsetzt. Oder beziehungsweise, wenn ich das große Gerät zu Hause haben möchte, als Desktop-Ersatz, was es meiner Meinung nach absolut sein kann, in Zusammenhang mit der Docking Station. Und ich habe den Kleinen für unterwegs, macht schlanken Fuß, sieht optisch vom Design ganz gut aus. Eigenschaften besondere nochmal von dem System, wir haben hier so einen Fingerprint-Reader und des Weiteren an Sicherheitsfeatures ist ein Face-Lock-On, was Gigabyte bietet. Rein verarbeitungstechnisch und wie es sich anfühlt. Tastatur, es sind sehr flache Tasten, Druckpunkt ist sehr gut, ist ein bisschen leichtgängiger als die Tastatur des 3810TG von Acer. Das Trackpad ist so leicht angeriffelt, eine vernünftige Größe meiner Meinung nach. Separate Mausbuttons, die auch groß sind, das gefällt mir auch sehr gut. Und wie gesagt, Windows 7 Home Premium, 1,3 Megapixel Kamera ist auch noch eingebaut. Und ja, es ist ein Glossy Display. Was meiner Meinung nach aber für ein System dieser Größe nicht mehr ganz so tragisch ist wie beim Netbook. Also, den könnt ihr zwar überall mit hinnehmen, aber das Konzept mit der Docking Station sieht einfach auch vor, dass ihr eine gewisse Zeit des Tages auch zu Hause benutzt. Und ich bin zumindest, wenn es stationär läuft, ein Anhänger von den Glossy Displays. Ganz einfach, die Farben sind weitaus brillanter, alles ist weitaus klarer. Wenn ich unterwegs bin, habe ich natürlich gerne auch ein System mit einem Button Display. Trotzdem, das sieht alles ganz gut aus. Verarbeitungsqualität ist gewohnt gut. Hier haben wir entsprechend den Ein- und Ausschalter, dieses Plus Smart, keine Ahnung, muss ich mir im Handbuch anschauen, was das genau sein soll. Wir haben hier so ein paar Status-LEDs noch da drauf und hier vorne sind auch noch ein ganzer Schwung, da muss ich es einfach ein bisschen nach vorne schieben, ein ganzer Schwung Status-LEDs. Das war jetzt erstmal der Booktop, der kommt nicht alleine. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was kostet überhaupt der ganze Spaß? In Deutschland um die 1000 Euro. Kommt aber, wie gesagt, nicht nur der Ultrafin, sondern die Docking Station. Das ist wirklich was Einmaliges. Also das hat bisher noch keiner gemacht. Eine Docking Station mit einer Grafikkarte eingebaut. Das heißt, wenn ihr dann wirklich zu Hause seid und ihr wollt ein bisschen mehr Dampf haben, wollt mal ein Spielchen spielen oder wollt eine Videobearbeitung machen, dann seid ihr mit der Docking Station ganz vorne. Auch hier mal eben kurz. Handbuch wahrscheinlich eher vernachlässigbar. Netzteilkabel haben wir hier. Dann müsste hier auch nochmal ein Netzteil drin sein. So, jetzt habe ich das ganze System schön zerfleddert. Das freut die Freunde von Gigabyte, weil die dürfen das nachher wieder einpacken. Ich hoffe, hier lassen wir das normal machen. Okay, hier haben wir das gute Gerät. Dann schauen wir uns das mal an. So. Das ist das Stück. Wie gesagt, eine GeForce GTS 220, die ist übrigens passiv gekühlt mit einer Heatpipe. Das wird dann entsprechend hier nach außen geführt. Ich denke mal, das sind hier so die Lüftungsschlitze. Ansonsten, wir gucken mal hier drumherum, weil es gibt hier auch eine ganze Menge neuer Anschlüsse. Damit könnt ihr wahrscheinlich dann das Booktop lösen von der Docking Station. Aber jetzt schaut mal hier. Wir haben hier 6 zusätzliche USB 2.0 Anschlüsse, also für USB-Endgerät-Fetischisten, ihr könnt hier ordentlich was dran packen. Anschluss fürs Netzteil, Anschluss fürs Ethernet-Kabel, VGA-Ausgang. Hier ist nochmal HDMI und nochmal ein DVI-Ausgang. Das heißt, in Kombination, A kann ich 2 Monitore an die Dockingstation anschließen. Ich könnte aber auch 2 Monitore noch an das Gerät anschließen. Eigentlich könnte ich, glaube ich, sogar generell 5 Monitore damit mit dem Display, mit dem eingebauten betreiben. Ne? Nicht vergessen, die Grafikkarte könnt ihr nicht auf dem, also die GTS 220er Ausgabe
gebt ihr nicht auf dem Booktop wieder. Das heißt, ihr braucht da einen externen Monitor für, den ihr dann halt, wie gesagt, über HDMI oder DVI oder VGA-Ausgang anschließen könnt. Eine tolle Lösung. Generell, ich gehe mal davon aus, die nutzen, das dürfte eine PCI-Express-Karte sein oder eine Mini-PCI-Express-Karte, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Tatsache ist, für die Modder da draußen, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dann die Kiste auch aufrüsten könnt. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr Dampf haben wollt, könnt ihr auch die GTS 220 da rausschmeißen und irgendwas anderes reinpacken. Sorry, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus. Ich habe einfach nur Netbooks und... aber wie auch immer, wir schauen uns das mal an, wie das hier mit dem Connector geht. Da ist entsprechend der Connector. Dann muss ich das hier wahrscheinlich irgendwie so aufknibbeln. Okay, das dauert ein bisschen länger. Wie David Copperfield, auf einmal ist der Gummiverschluss ab. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und okay, das ist der Anschluss für die Docking Station. Dann nehmt das gute Gerät. Setzt das. Hier so drauf. Und fertig ist der Booktop für den stationären Einsatz mit GTS 220, GeForce Grafikkarte und ordentlich Dampf, ordentlich Erweiterung, eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, als die ihr sonst mit einem ganz normalen Altersinn haben würde. Und ich glaube, dass Gigabyte hier absolut Neuland betritt und die Erfahrungen, die sie schon mit der Docking Station vom M1022, also dem kleinen hier, gewonnen haben, nochmal erweitert haben, auf das Konzept aufgebaut haben. Und wenn das System für 1000 Euro etwa auf den Markt kommen wird, dann sehe ich hier definitiv gute Chancen, weil ganz einfach der Mehrwert da ist. Und für die Leute, halt, wie gesagt, die ein bisschen mehr Grafikpower haben wollen, und damit meine ich wirklich ein bisschen mehr Grafikpower, weil das ist auch nicht zu vergleichen mit den ganz normalen Mobilgrafikkarten, die erhältlich sind in Netbooks, nicht Netbooks, aber in den Ultrathins zumindest. Das ist eine schicke Geschichte. Also ich bin gespannt, wenn wir das komplette Gerät haben und das mal für einige Wochen testen können, weil das muss ich wirklich mal im Langzeiteinsatz haben, verschiedene Monitoren testen zu können, ein paar Benchmarks auch durchführen zu können, dann bin ich mir sicher, habt ihr in ein paar Wochen einen ausführlichen Testbericht davon. Das ist Sascha für netbooknews.de im Gigabyte Headquarter in Taipei.